Yo, willkommen zu Crunk MMA. Los geht's. Die UFC 274 steht vor der Tür, meine Lieben. Justin Gaethje vs. Charles Oliveira kämpfen am 7. Mai im Main Event. Wer von beiden macht das Ding? Wer holt sich den Sieg nach Hause? Die Frage, die man sich stellen muss, ist, was bringt Gaethje auf den Tisch? Was wird gefordert? Was bringt Oliveira auf den Tisch? Und auch hier, was wird gefordert? Justin Gaethje gewann 5 seiner letzten Kämpfe, darunter Michael Chandler Decision, Tony Ferguson TKO Punches, Donald Cerrone TKO Punches und Edson Barboza KO. Nur im Kampf gegen Khabib Nurmagomedov unterlag Gaethje und verlor via Technical Submission Triangle Choke. Es muss trotzdem erwähnt werden, dass Gaethje sich besonders mit seinen Leg Kicks gegen Nurmagomedov gar nicht so schlecht gemacht hat und Nurmagomedovs Stance kurzzeitig zum Wackeln bringen konnte. Charles Oliveira hat aktuell eine 10-fache Winning Streak. Bei seinem letzten Kampf gegen Dustin Poirier verteidigte er seinen UFC Leichtgewichtstitel. Jetzt muss er den Titel ein weiteres Mal gegen Justin Gaethje verteidigen, was alles andere als ein Kinderspiel sein wird. Gaethje ist ein Brawler, der aber genau weiß, wann er den Kampf in welchem Bereich des Oktagons zu welcher Zeit in ein komplettes Chaos verwandeln muss, um Vorteile für sich resultieren zu lassen. Eine Gewinnchance für Justin Gaethje liegt laut Tapology bei 28%. Charles Oliveira wird mit 72%, also als deutlicher Favorit, ins Oktagon steigen. Der Größenunterschied im Punkt Reichweite wird sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Oliveira hat hier mit 188 cm die Oberhand. Gaethje wird im Striking, nur was die Reichweite, nicht die Technik angeht, mit 178 cm unterliegen. Erfahrungstechnisch hat auch hier Oliveira die Nase vorn. 41 Kämpfe, 32 Siege. Justin Gaethje, 26 Kämpfe und 23 Siege. Justin Gaethje, der auf der Rangliste Platz 1 belegt, kann durch eine gute Strategie Charles Oliveira im Stand-Up definitiv Probleme bereiten, ihn genauso wie er es gegen Tony Ferguson gemacht hat, durch sein exzellentes Striking zu Bruch bringen. Da Oliveiras Kinn nicht unbedingt das stärkste ist. Allerdings gehe ich davon aus, dass selbst wenn Oliveira zu Boden genockt wird, er gegen Ende der zweiten oder dritten Runde sich mit einer Submission gegen Gaethje durchbringen wird. Vorteil für Gaethje sehe ich darin, wenn Oliveira seine Aussage aus einem kürzlichen Interview in die Tat umsetzen will. Hier hat er gesagt, ich werde Schläge mit Gaethje austauschen, wir werden sehen, wer die schwereren Hände hat. Sollte sein Gameplan zum Großteil ein Stand-Up-Match sein, sehe ich Gaethje als Favoriten. Oliveira sollte meinem Empfinden nach sein BJJ als Hauptwaffe einsetzen. Hat dir das Video gefallen? Entscheide selbst, lass ein Abo da. Hasta la vista, take it easy.